Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und den Füchsen Berlin. Auf dem Podium begrüße ich herzlich den Gästetrainer Jaron Sievert und unseren Trainer Michael Haas. Und wie immer haben auch heute das erste Wort die Gäste. Herr Sievert, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Glückwunsch an Erlangen zum Sieg. Ja, wir geben das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit her. Mit 17 Gegentoren eigentlich sehr untypisch für uns in der Saison beziehungsweise auch in den letzten Spielen. Sind wir immer über eine gute Abwehr gekommen und dann selber ins Tempospiel. Da war ja schon die Anzahl der Gegentore, besonders im Tempospiel, viel zu viel. Ja, und das hat sich dann ein bisschen durchs Spiel gezogen. Wir hatten immer die Chance, sowohl erste als auch zweite Halbzeit entweder auf Unentschieden zu verkürzen oder dann in der zweiten Halbzeit hatten wir auch einmal so einen Extremschlüsselmoment, wo wir 21-21 und dann haben wir die Chance auf plus 1 zu gehen. Ich glaube, dann wären wir auch ein bisschen mehr auf dem richtigen Weg gewesen. Und sogar zum Schluss in den letzten 5 Minuten gibt uns Erlangen nochmal die Chance, das Ding zu verkürzen oder dann auch Richtung Unentschieden oder vielleicht sogar noch Sieg zu gehen. Ja, wir haben es definitiv verpasst heute in der Abwehr, die Rückraumschützen vor Aufgaben zu stellen, die sie zu schwierigen Würfen zwingen. Und daraus müssen wir lernen. Irgendwann kommt ein schlechtes Spiel. Ist natürlich ärgerlich, dass es in Erlangen jetzt gekommen ist. Aber ja, abhaken und weitermachen. Dankeschön. Ja, Hassan, deine Mannschaft konnte im ersten Pflichtspiel des Jahres 2021 heute überzeugen gegen Berlin. Ich gehe mal davon aus, dass du auch zufrieden bist mit dem Ergebnis, oder? Ja, guten Abend erstmal. Ja, natürlich fühlt sich das jetzt direkt am Spiel sehr, sehr gut an. Wir hatten einen sehr schweren Dezember, sind mit einer deutlichen Klatsche aus Flensburg in die Pause gegangen. Deswegen tat dieses Spiel jetzt einfach wirklich unfassbar gut, dass wir so eine Top-Mannschaft mit so einer Besetzung einfach hier zu Hause schlagen konnten. Und wie ich fand, über weite Strecken des Spiels auch das Spiel bestimmt haben. Wir haben am Anfang, gebe ich zu, ein bisschen Glück, dass uns Clemen im Spiel hält. Ja, wir haben sehr gute paradenfreie Bälle, die er hält und deswegen bleiben wir im Spiel und haben natürlich eine Wahnsinnswurfqualität von Jepson, von Metzner heute. Das war schon stark. Dazu eine gute Abwehr, einem starken Clemen Verdien dahinter. Was mir, wie Jaron schon gesagt hat, an der ersten Halbzeit sehr gut gefallen hat, dass wir sowohl im eigenen Tempospiel am Weg nach vorne sehr, sehr schnell, sehr konsequent waren und auch auf dem Weg zurück. Wir haben das Berliner Tempospiel weitestgehend unterbunden und das hat uns einfach geholfen. Was uns, glaube ich, auch noch ein Schlüssel heute war, dass wir verglichen mit vielen Spielen aus der ersten Phase der Saison sehr diszipliniert vorne waren. Fast am Anfang manchmal zu diszipliniert, da haben die unsere Rückraumschützen manchmal zurückgezogen, obwohl sie frei waren. Aber muss man sagen, das war ein sehr kontrollierter Spielaufbau. Nico Büdel heute sehr, sehr clever Regie geführt. Bin ein bisschen stolz auf meine Jungs, dass die heute so eine Performance geliefert haben, weil sie auch so vom Engagement, vom Auftreten einfach gezeigt haben, dass hier die Punkte heute bei uns bleiben sollen. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Dann fange ich mal an. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Herr Haas. Ich habe Sie ein bisschen beobachtet, 1,5 Minuten vor Schluss bei 3 Tore Führung und Ballbesitz und Überzahl. Sind Sie noch wahnsinnig angespannt an der Linie entlang getigert mit dem Timeout-Kärtchen in der Hand? Ab wann haben Sie denn wirklich daran geglaubt, dass das heute für den Sieg reicht? Tja, das ist leider, Handballsport kann leider sehr verrückt sein, deswegen war es wirklich erst 30 Sekunden vor Schluss bei plus 3 war es, glaube ich, dass man dann irgendwann den Deckel drauf macht. Nochmal, wir haben das selber schon geschafft, Führungen zu verspielen, wir haben es selber schon geschafft, Führungen oder Rückstände aufzuarbeiten. Da bei einer Mannschaft mit der Berliner Qualität sollte man sich nicht zu früh zurücklehnen. Der Gästetrainer Herr Sievert hat schon das Tempospiel vor allem in der ersten Halbzeit angesprochen, da hat Florian von Grochalla 4 Tore gemacht, der wieder viel gespielt hat heute, notgedrungen wieder, aber auch, weil er es gut gemacht hat wahrscheinlich. Wie sehen Sie seine Leistung heute? Ja, er hat das gut gemacht, ist schwierig ins Spiel gestartet und es war einfach auch wichtig für uns, dass er dann so zurückkommt und danach alles trifft. Das hat uns sehr geholfen, freut mich für ihn, hatte auch wie wir alle einen schwierigen Dezember und deswegen muss ich sagen, gut, dass er da zurückgekommen ist und so performt hat. Die letzte Szene vor der Pause, die war für mich so ein bisschen symbolisch. Berlin hatte Ballbesitz und hat unbedingt noch versucht zu verkürzen um ein Tor. Und 3-mal hat sich irgendein Erlanger immer in den Wurf geworfen, sodass man mit einem richtigen Push in die Kabine ging. Wie war denn die Stimmung dann in dem Moment in der Halbzeit in der Kabine?
Ich muss sagen, die Jungs waren relativ gefasst. Natürlich wissen die, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben bis dahin, dass sie gut in Deckung gespielt haben, dass sie gut im Spiel waren. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir wissen, dass eine Halbzeit einfach nicht reicht. Und da bin ich ganz froh, dass wir da einen Schritt gemacht haben und nicht mehr automatisch denken, ja, erste Halbzeit war gut, zweite geht automatisch so weiter. Und wir sind einfach dann auch sehr wach aus der Kabine gekommen, was mich einfach ein bisschen zuversichtlich für die Zukunft auch stimmt. Nach der Pause dann drohte einmal das Spiel richtig zu kippen, als es unentschieden stand und dann diese Situation mit dem Timeout-Kärtchen, das vielleicht zu spät gelegt war oder zu spät gedrückt war vom Schiedsgericht. Können Sie kurz erklären, was da passiert ist? Ja, das ist eine Situation, mit der ich natürlich jetzt, wenn wir die zwei Punkte geholt haben, sehr locker umgehen kann. Und das, ich habe das auch mit dem Zeitnehmer schon geklärt, der hat sich entschuldigt. Da gibt es einfach irgendwie einen Haken in der Befehlskette. Die Karte lag, also lag sie wirklich, das ist jetzt kein Mist, den ich erzähle, lag einfach deutlich, bevor Simon Jepsen hochgesprungen ist zum Wurf, lag da, aber der Pfiff kam einfach später. Das heißt, von dem Moment, wo die Karte lag, bis zum Pfiff hat es einfach sehr, sehr lange gedauert. Überdurchschnittlich lange, wie ich fand. Ja, jetzt kann ich drüber lachen, im Spiel war es nicht so witzig. Das war der Pfiff zählt, der Moment, in dem der Pfiff kommt, zählt. Deswegen war es dann richtig, dass wir die Auszeit nicht bekommen haben. Ja. Jetzt geht es gegen Coburg. Die Situation ist jetzt ein bisschen eine andere. Man ist der klare Favorit in diesem Spiel, anders als es heute vielleicht der Fall war. Ist das dann vom Kopf her ein bisschen schwieriger, da reinzugehen? Muss man die Jungs jetzt erstmal anders darauf einstellen oder nimmt man diesen Rückenwind einfach von heute mit und breite Brust und versucht dann die vier Punkte, die Sie immer angesprochen haben, die Sie zu wenig haben bisher, dann am Donnerstag schon wettzumachen? Das wäre dann jetzt halt der Entwicklungsschritt, dass wir die Fehler nicht zweimal machen. So wie ich meine Mannschaft kenne, weiß sie, dass das ein neues Spiel ist. Jedes Spiel ist neu. Wir haben diesen Fehler, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und danach ein schlechtes eigentlich schon gemacht. Deswegen gehe ich jetzt fest davon aus, dass wir das nicht nochmal machen. Glückwunsch zum Sieg. Neben den zwei Punkten hat sich gezeigt, dass ihr konditionell sehr gut gearbeitet habt in der Pause. Und du bist heute kein großes Risiko eingegangen. Die Einwechslungen waren teilweise gleich mit Fehlern behaftet. Und bist du auf wieder nummersicher zurückgegangen. Und das heißt, der Rückraum hat ja fast komplett dann durchgespielt. Genau, ich hatte das Gefühl, dass die Jungs das noch schaffen. Fit sind, die waren alle gut im Spiel, die sehr lange gespielt haben. Deswegen war heute nicht der Moment, die Jungs rauszunehmen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sie auch alle, die da so viel gespielt haben, im Januar gut gearbeitet haben und so ein Spiel schaffen. Eine Situation oder eine kurze Phase ist mir aufgefallen. Auf der halbrechten Deckungsposition, Herr Metzner war teilweise sehr alleine gestanden gegen einen Herrn Andersson. Gott sei Dank gut gegangen. Ich habe gedacht, dass da ein bisschen von der Mitte ein bisschen ihm zur Seite gestanden wird, aber es war sicher deine Überlegung. Das ist kein Gott sei Dank gut gegangen, das ist, weil Metze sich in der Abwehr wahnsinnig gut entwickelt hat. Wir hatten Phasen, da haben wir unsere Linkshänder beide ausgewechselt in der Deckung und die beiden sind jetzt in der Lage, in der Deckung sehr, sehr gut zu spielen, beide. Im Hinblick auf das Coburger Spiel, es war schwierig heute, aber was ist da noch verbesserungswürdig aus deiner Sicht? Trainer sind ja immer kritisch. Gibt es mit Sicherheit. Nur jetzt lassen wir uns doch heute mal einfach für den Moment das kurz genießen. Coburg ist ein neues Thema, das wird gleich ab morgen oder vielleicht heute später am Abend ein Thema sein. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen natürlich einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.